Das Geschehen an den Aktienmärkten ist, naja, sagen wir mal, wenig inspirierend derzeit. Es passiert durchaus was intraday, aber am Ende des Tages hat sich dann doch wieder relativ wenig verändert. Dünnstes Volumen, die Anleger warten wahrscheinlich auf drei große Ereignisse. Morgen die EZB, am Freitag die Daten zur Inflation in den USA und nächste Woche dann die Fed-Sitzung. Aber schauen wir uns zunächst mal das nächstliegende große Ereignis an. Und das ist die Sitzung der EZB. Und ich wüsste jetzt keine Notenbank in der Geschichte, wenn man so will, die jemals so in der Klemme gesessen ist wie die Europäische Notenbank. Die hat lange das Inflationsthema versucht zu leugnen. Jetzt kann sie nicht mehr anders im Rahmen des monetären Klimawandels als das tun, was andere Notenbanken längst schon gemacht haben. Und gleichzeitig ist sie jetzt vor die Situation gestellt, dass, weil sie jetzt das Ruder rumreißen muss, die Renditen für Staatsanleihen geradezu durch die Decke schießen. Das wiederum will die EZB nicht, weil dann die Kreditaufnahme für die so hochverschuldeten Südländer noch teurer wird, die Schuldenlast immer schwerer wird. Also was tun? Auf der einen Seite musst du die Inflation bekämpfen, auf der anderen Seite willst du, dass die Renditen nicht noch weiter steigen. Das ist eine ausweglose Situation, die dadurch zustande gekommen ist, dass die EZB eben gepennt hat, praktisch in ihrem Elfenturm an der Realität vorbeigelebt hat. Hunderte, Tausende von Wissenschaftlern machen Wirtschafts- und Inflationsprognosen und all das kann man in die Tonne klopfen, weil es nichts wert ist, weil die Realität sich anders entwickelt hat, absehbar anders entwickelt hat, muss man leider sagen. Aber gut, Elfenbeinturm und EZB, das sind zwei Dinge, die sehr gut zusammenpassen. Hier zum Beispiel schon in der Presse, hier im Fokus etwa, Wende in der Geldpolitik. EZB bekämpft das Inflationsfeuer mit der Wasserpistole. Also der Spott ist geradezu in den Medien ja inzwischen schon mainstreammäßig angekommen. Man weiß, dass das alles natürlich nicht reichen wird. Bei einer Inflation von 8% mal die Zinsen vielleicht jetzt zweimal in diesem Jahr, vielleicht dreimal in diesem Jahr und 0,75% anheben. Dazu will man bis Ende des dritten Quartals immer noch Benzin ins Feuer gießen durch Anleihekäufe. Also man hebt auf der einen Seite die Zinsen an, auf der anderen Seite lässt man das Quantitative Easing weiterlaufen, kauft also weiter Anleihen. Auch das entgegen der eigentlich immer wieder postulierten Absicht, nein, nein, erst beenden wir QE, dann erhöhen wir die Zinsen. Das hat die EZB, glaube ich, noch vor 2 bis 3 Wochen gesagt. Aber jetzt ist der Druck so groß, dass sie nicht anders kann. Und wenn wir uns mal die Bundesbank anschauen, angeblich ist die EZB ja im Geiste der Bundesbank gegründet worden. Im Maastricht-Vertrag wurde ihr ein klarer Auftrag gegeben, Geldwertstabilität. Und was macht die EZB? Sie macht alles andere, nur nicht sich um die Geldwertstabilität zu kümmern. Da macht man zum Beispiel Klimastresstests bei Banken. Da müssen ganze Abteilungen bei Banken dann Formulare ausfüllen und zugeben, dass sie vielleicht einem Ölkonzern einen Kredit gegeben haben. Und das wiederum führt dazu, dass dann das Rating der Bank praktisch bei der EZB sinkt. Das heißt, die betroffene Bank, die eben an fossile Energieförderer Kredite vergibt, die muss sich dann teurer am Markt refinanzieren. Also es ist unglaublich. Im Grunde müsste man die EZB, wenn man es ehrlich meint, mal verklagen und sagen, Leute, das ist euer Auftrag, da steht im Vertrag, aber ihr führt Klimastresstests durch, indem ihr sagt, naja, Klimawandel hat ja Einfluss auf die Finanzstabilität und wir sind ja zuständig für Finanzstabilität, ja, aber mit dem Klimawandel, da kann ich letztendlich alles rechtfertigen, da kann ich mir jede Kompetenz, jedes Mandat ranziehen und sagen, ja, muss ich ja tun wegen dem Klimawandel, also das ist windelweich. Jetzt hat man ja schon gegen die EZB geklagt, mal wegen den Anleihekäufen. Die Kläger sind damit natürlich gescheitert, weil auch die Richter inzwischen da politisiert sind. Also alles so ein bisschen grün gewaschen ist im Hirn. Dementsprechend kann es da keine Chance geben, wahrscheinlich für eine solche Klage. Aber eigentlich müsste man es tun. Vielleicht findet sich ein Staatsrechtler, der sagt, ja stimmt, irgendwie kann das ja wohl nicht funktionieren. Aber zurück zur Bundesbank. Die hat es geschafft, eine vergleichsweise hohe Inflation durch Zinsanhebungen wirklich zu bekämpfen. Und die Bundesbank hat das getan, was notwendig war. Sie hat die Zinsen angehoben, ob es der Wirtschaft oder den Märkten oder der Politik gepasst hat oder nicht. Und damit war sie glaubhaft, damit war sie etwas, was wirklich eine Institution war, eine glaubwürdige Institution war. Die EZB hat ihre Glaubwürdigkeit schon längst verloren.
und auch bei den Anleihemärkten offenkundig verloren. Denn weil die EZB so lange nichts getan hat, steigen die Renditen massiv. Wir sehen die deutsche Staatsanleihe noch am geringsten rentierend mit 1,35%. Klingt erstmal nicht viel, aber wenn wir sehen, wie schnell wir jetzt hochgekommen sind von Negativrenditen auf diese 1,35%, dann Frankreich 1,87%, aber vor allem Italien 3,36%, 22 Basispunkte seit Monatsbeginn. Über 20 Basispunkte bei all diesen Anleihen seit Monatsbeginn. Das sind also sehr schnelle Bewegungen an den Anleihemärkten, weil die sagen, ja, was soll die EZB tun? Sie muss jetzt geldpolitisch auf die Bremse treten, muss die Zinsen anheben. Wir sehen auch, dass der Euro ein bisschen stärker wird derzeit. Auf der anderen Seite will sie es eigentlich nicht, weil sie ja Italien, Spanien, Portugal weiter faktisch staatsfinanzieren will durch ihre Anleihekäufe. Man nimmt ja da als Zwischenhändler die Banken und sagt, ja, was wir die Banken kaufen, ist keine Staatsfinanzierung. Es ist so, wie wenn sie Drogen kaufen, aber einen Zwischenhändler haben und nicht direkt beim Dealer kaufen, haben sie auch keine Drogen gekauft. Dieser Moment ist wirklich zwingend. Ja, da muss man sagen, das ist großartig. Und schauen Sie sich mal an, wie viel die EZB bereits in der Bilanz hat der Staatsanleihen der verschiedenen Länder. Und rot hier ganz oben ist Italia. L'Italia ist also hier praktisch mit fast der Hälfte seiner Anleihen, die man ausgegeben hat. Die sind inzwischen schon in der Bilanz der EZB und die EZB kauft im Rahmen ihres QI praktisch 100% der Neuemissionen von Staatsanleihen auf. Also es ist unglaublich, was da passiert. Und jetzt sieht man also, dass die Renditen dennoch steigen. Also kommt die EZB auf den Gedanken, wir müssen aus dem QI raus wegen der Inflation. Aber irgendwie schmeckt uns das ja alles gar nicht, was da am Markt passiert. Also gibt es schon Überlegungen, wie können wir das verhindern, dass wir weiter steigende Renditen sehen. Also sagt man, okay, QI, Quantitative Easing, wollen wir beenden. Aber faktisch will man es gar nicht beenden und wird sich wahrscheinlich irgendwas einfallen lassen, damit man dann weiter diese Staatsfinanzierung betreiben kann. All das hat aber nicht geholfen, dass die Spreads, also die Zinsdifferenzen, die Renditedifferenzen zwischen der Benchmark der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe und der 10-jährigen italienischen Staatsanleihe immer weiter steigt, über 2% jetzt beträgt. Und jetzt will man Vorschläge machen zu einem neuen Anleihekaufprogramm, wie auch immer das noch aussehen soll. Das wabert nur sehr unkonkret praktisch hier durch die Flure in Frankfurt. Das ist wirklich ein Drama, aus dem es scheinbar keinen Ausweg gibt. Es ist eben so, wenn eine Notenbank ihre Glaubwürdigkeit verliert, dann hat sie eigentlich alles verloren. Jetzt gibt es schlaue Theoretiker und Wirtschaftswissenschaftler wie etwa Peter Bofinger, der sagt, naja, wir könnten noch sowas einführen wie die Japaner, nämlich die sogenannte Yield Curve Control. Und wir sehen ja derzeit, wie den Japanern diese Yield Curve Control total um die Ohren fliegt. Wir sehen, dass der Yen praktisch im freien Fall ist, Dollar-Yen 134, höchster Stand seit 20 Jahren. Die Abwertung geht immer weiter, weil eben die japanische Notenbank Yield Curve Control betreibt. Das bedeutet, wenn Renditen für bestimmte Staatsanleihen ein bestimmtes Niveau erreichen, nämlich in der Höhe erreichen, dann kauft die Notenbank sofort Staatsanleihen, um die Renditen wieder nach unten zu drücken. Jetzt sagt Jörg Krämer richtigerweise, ja, damit würde faktisch die EZB ihre Unabhängigkeit aufgeben, denn je schneller oder wenn die Renditen steigen, dann müsste sie immer mehr von diesen Staatsanleihen kaufen, müsste damit also immer mehr Geld wieder ins System pumpen, würde damit immer mehr Benzin ins Feuer gießen, was die EZB ja sowieso schon tut. Also es ist ausweglos und wir sehen, dass jetzt schon Yield Curve Control diskutiert wird. Das ist natürlich ein Zeichen, dass man auf dem allerletzten Loche jetzt schon pfeift. Andere agieren anders. Okay, die haben vielleicht noch ein höheres Problem mit der Inflation, nämlich die Polen. Zuletzt 13,9% hier in dieser Grafik. Sehen wir mal, wie die Inflation gestiegen ist. Juli 21 noch bei 4,8. Und dann im März 22 schon über 10, im April 12,3, jetzt 13,9 mit den Daten aus dem Mai. Aber die polnische Zentralbank, die tut etwas, die hat jetzt die Zinsen um 0,75% Basispunkt, also 0,75% und 75 Basispunkte angehoben auf jetzt 6%.
Also da passiert etwas und insgesamt ist die EZB eben jetzt in der dummen Situation, dass auf der einen Seite wahrscheinlich das Wachstum weiter nach unten gehen wird, aber die Inflation hoch bleiben dürfte. Das zumindest zeigen jetzt neueste Berechnungen der OECD. Ob die stimmen, sei mal dahingestellt. Aber jedenfalls ist eines klar, das Wachstum, das man sich am Anfang des Jahres erträumt hatte vor dem Ukraine-Krieg, das wird so nicht mehr stattfinden. Dementsprechend muss die EZB also jetzt in eine sich abkühlende Wirtschaft, die deutlich weniger wächst als zunächst gedacht, die geldpolitischen Zügel ein bisschen straffen, will das aber eigentlich nicht tun. Und wenn jemand etwas nicht tun will, es aber dennoch tut, dann merkt man ihm an, dass er nichts tun will. Und das dürfte den Zweifel an der Glaubwürdigkeit der EZB dann noch weiter stärken. Und hier sehen wir eines der Opfer dieser Politik, etwa Banken, die Credit Suisse heute mit einer dicken Gewinnwarnung. Einfach, weil natürlich die EZB mit ihren Negativzinsen die Banken faktisch kaputt gemacht hat. Auf der anderen Seite hat man sie dann wieder subventioniert, indem man eben gesagt hat, naja, jede systemrelevante Bank, die ihre Kreditsummenvergabe oder die Summe ihrer Kreditvergabe nicht runterfährt, die wird mit Millionen gestopft. Und viele, viele Banken, die groß sind, haben nur deshalb Gewinne noch erzielen können, weil sie praktisch am Tropf dieser Almosen der EZB sind. Auf der anderen Seite aber haben sie riesige Probleme eben mit diesen Negativzinsen auf der einen Seite und mit dann solchen wunderbaren Ideen wie Klimastresstest auf der anderen Seite. Also man kann sich wirklich an den Kopf fassen. Hier sehen wir mal eine Tabelle über den monetären Klimawandel, könnte man sagen. Hier sehen wir Hikes. Und wir sehen ganz wenige Cuts. Wir sehen, dass etwa China die Zinsen gesenkt hat. Wir sehen, dass Russland die Zinsen gesenkt hat, weil der Rubel so stark geworden ist. Weil die Türken machen es jetzt anders. Die haben zwar eine massive Inflation, senken aber die Zinsen trotzdem, weil Erdogan halt so genial ist, wie er ist. Aber ansonsten Hike, 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 Hike. Indien 0,5, Polen 0,75. Wir haben dann Australien heute Nacht 0,5% angehoben. Also die EZB muss da irgendwie mit. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber nach wie vor himmelhohe Energiepreise. Okay, die Gaspreise in der Eurozone sind ein bisschen jetzt runtergekommen, aber der Ölpreis, der steigt weiter. Und wir sind jetzt auf einem klaren Allzeithoch, was den Ölpreis Brent in Euro betrifft. Das gilt auch für die Freunde aus Großbritannien in Pfund, weil ja diese Währungen tendenziell auch abwerten gegenüber dem US-Dollar, auch wenn sich der Euro jetzt in Erwartung eben der Wende der EZB in Sachen Geldpolitik ein bisschen hat erholen können und im Dollar sind diese Preise noch nicht auf einem Allzeithoch. Insgesamt aber ist eben dieser Trend zu weiter steigenden Preisen nach wie vor ungebrochen. WTI-Öl heute über 122 Dollar. Ja, auch das trifft die Amerikaner auch, also nicht nur uns. Hier sehen wir mal neuer Rekord, mal wieder praktisch bei 5 Dollar jetzt die Gallone für normales Benzin. Diesel nach wie vor teurer, aber wir sehen auch, dass Natural Gas, also Erdgas in den USA, immer teurer wird, jetzt knapp unter 10 Dollar. Auch das sind Viagra-Charts vom Allerfeinsten. Also auch die Amerikaner haben ein Problem, zumal die sich ja auch ein bisschen verpflichtet haben, den Europäern hier ein bisschen Energieträger zu schicken, wie Flüssiggas etc. Das wird in den USA noch eine richtige Diskussion geben, ob man die Europäer einfach mal Europäer sein lässt und diese Ressourcen lieber selber verbraucht. Also das wird eine spannende Geschichte. Spannend wird auch, was dann passiert in Sachen Earnings Season, in Sachen Berichtssaison in den USA. Hier sehen wir die Erwartungen, dass die Gewinne der Unternehmen steigen und steigen und steigen. Das passt irgendwie nicht mit der Kostenstruktur zusammen, die derzeit der Fall ist. Also irgendetwas stimmt da nicht. Irgendwer irrt sich. Entweder dieser Chart, der davon ausgeht, Konsenserwartung der Wall Street Analysten, dass die Gewinne weiter steigen, oder eben die Realität, und ich würde mal für die Realität plädieren, die sich jetzt auch eingeschlichen hat am US-Hausmarkt. Wir haben heute wieder Mortgage Applications gesehen, also Hypothekenanträge, minus 6,5% zur Vorwoche. Seit Wochen kontinuierlich fallen diese Mortgage Rates, auf der anderen Seite die Mortgage Applications, auf der anderen Seite steigen die Hypothekenzinsen, jetzt durchschnittlich 5,4% für eine 30-Jährige. Hier oben sehen wir mal den Chart eben zu diesen Mortgage Applications. Und unten sehen wir den Chart, der so langsam wegkippt mit Häusern, die sozusagen dann im Preis angehoben werden, Häusern, die im Preis gesenkt werden. In niedrigen Preissegmenten werden die Preise bereits deutlich gesenkt. In den ganz hohen Preissegmenten ist es scheinbar den Leuten eh wurscht. Da sehen wir nach wie vor Preisanstiege. Ja, und dann hat heute Janet Yellen etwas Interessantes gesagt.
die ja vor Jahren mal gesagt hat, wir werden zu unseren Lebzeiten keine Finanzkrise mehr erleben. Heute hat sie gesagt, also sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass diese Inflation ein Jahrzehnt andauern wird. Dann schreibt der Wall Street Silver hier, confirmed, inflation problems will last at least a decade. Also damit ist bestätigt, nachdem Yellen ja auch die Inflation als vorübergehend sehr lange bezeichnet hat, dass wirklich diese Inflation doch ziemlich dauerhaft ist. Vier Artikel, meine Damen und Herren, die ich Ihnen heute als Hausaufgabe mitgebe, weil ich ja morgen und übermorgen nicht da bin, dann müssen Sie das ein bisschen kompensieren. Ja, also hier erster Artikel, Panik bei der EZB, Inflation, Zinswende, steigende Renditen. Und hier mal ein Video dazu, wie die Renditen gestiegen sind in letzter Zeit, was das bedeutet. Wir sind an einer Jahrhundertwende im Prinzip, was die Zinsen und was die Renditen betrifft. Dann ein sehr interessanter Artikel über Taiwan und vor allem TSMC, diesen Chip-Konzern, der ja diese hochwertigsten Chips der Welt machen kann. Die Welt ist abhängig von Taiwan in Sachen wirklich leistungsfähiger Chips. Und jetzt hat China schon Gedankenmodelle entworfen, wie man darauf reagieren könnte, wenn auch China jetzt sanktioniert wird, etwa, dass man sich dann einfach hier diesen Konzern einverleibt. Da gibt es öffentliche Stimmen, die das bereits fordern. Hochinteressant. Ebenso wieder zu diesem Thema Klima und der Auftrag der EZB, Davos, Weltwirtschaftsforum, Klimaschuld, die Gewissensmaker, ein Artikel, den ich sehr, sehr lustig finde von meinem Kollegen Georg Habenicht. Die Klimasünder benötigen Gnade so dringend wie die Menschen vor Luther. Sie erhalten sie von höherer Stelle in Gestalt von grünem Ablass. Jetzt muss man wissen, dass Georg Habenicht wahrscheinlich der führende Experte in Sachen Ablasshandel zu Zeiten von Luther war, den Sie auf der Welt finden können. Revolutionäre Bücher darüber geschrieben, das Ganze praktisch als ein Kreditgeldsystem gezeigt, als ein monetäres Phänomen gezeigt. Das eine dringende Empfehlung, meine Damen und Herren. Und dann, und das auch unbedingt zwingend sich anschauen, ein Video, das mal zeigt, wie die Preise in den USA faktisch sind in Supermärkten. Da fällt Ihnen geradezu die Kinnlade runter und dann sagen Sie sich, boah, ist das in Deutschland günstig? Und das zeigt, warum Joe Biden und die Fed unbedingt diese Inflation bekämpfen müssen, denn das können die Leute nicht dauerhaft durchhalten. Wenn Sie die Preise da sehen, dann schlackern Sie mit den Ohren. Also vier Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich empfehle mich jetzt, morgen übermorgen ja keine Videos, hoffentlich dann am Montag in alter Frische. Ich sage Servus und Ciao.